Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Relaxo. Was wäre, wenn Vegeta, C17, C18, Fuisa etc. noch alle böse wären? Nebenbei, mein guter Relaxo, Fuisa war nie gut und war immer böse. Raditz und Nappa kann man hier schon mal ausschließen, da sie eh nie gut wurden und starben. Die entscheidendste Änderung wäre ganz klar Vegeta, so wäre Vegeta nie auf Namek gewesen. Kiwi natürlich auch nicht, da Vegeta gefolgt ist. Wie es ohne Vegeta abgelaufen wäre, sieht man ja auch sehr gut bei Dragon Ball Multiverse. Dort hatten sie es sehr schwer gegen Zabon. Ihn konnten sie nur dank Krillin besiegen, der danach aber starb. Doch ich denke, Son Gohan wäre auch gestorben. Weil gegen Monster Zabon hätte Son Gohan nicht gewinnen können. Fuisa hätte seinen Wunsch natürlich auch nicht bekommen, da die Namekianer zu stur wären. Son Goku hätte gegen Fuisa auf Namek haushoch verloren. Fuisa hätte maximal seine zweite Form gegen ihn einsetzen müssen, mehr aber nicht. Mit seinem Raumschiff, das Vegeta ja nie zerstört hat, wäre an die Oberfläche von Namek geflogen und hätte den Planeten so zerstört wie einst Vegeta. Kommen wir nun zu der Cyborg-Sage. Vegeta wäre bei dieser Sage natürlich auch nicht dabei. Son Goku wäre dann gegen C19 gestorben und die anderen wären alle von Dr. Gero getötet worden. Das hatte ich aber auch schon mal in einer anderen Theorie, also das halt mit C19 und C20 Dr. Gero. Ja, Vegeta bewirkt wirklich sehr viel. Nun ja, eigentlich alles wäre besser ausgedrückt. Als nächstes wären C17 und C18 dran, C16 nicht zu vergessen. Ein Kampf hätte es hier nicht gegeben, da sie ja alle Vegeta gefolgt sind, der kämpfen wollte, doch das wäre hier nicht passiert. Hier hätten sie Son Goku zu Hause gefunden und C16 hätte ihn dann getötet. Oder sie hätten ihn versteckt. Hier wäre dann bei Cell der Unterschied. So wären Son Goku und Son Gohan als erstes in den Raum von Geist und Zeit gegangen. Son Goku wäre Cell in seiner zweiten Form klar überlegen, das ist klar. Hier hätte C18 auch abhauen können, so dass Cell sie nicht gefunden hätte. Cell hätte Son Goku wie Vegeta auch das Angebot gemacht, in seiner perfekten Form zu kämpfen, er müsste nur C18 haben. Son Goku hätte zwar Interesse, doch er lehnte es ab, jemand anderes dafür zu opfern. In Dragon Ball Super ist natürlich ganz anders. Da opfert er sein ganzes Universum für einen Kampf. Aber okay. Aber gehen wir nun als letztes zu Cells perfekte Form. Der Kampf wäre ähnlich wie bei den Cell-Spielen, nur dass Son Goku hier nicht aufgeben würde. So würde er bis zum bitteren Ende kämpfen und sterben, wodurch Son Gohan zum Super Saiyajin 2 werden würde. Son Gohan würde dann als Super Saiyajin 2 Cell erledigen. Und wenn Son Goku doch aufgegeben hätte, würde Son Gohan ihn fertig machen. Da ich persönlich nicht glaube, dass Cell so erschöpft in der Lage wäre, auf seine ganze Kraft zu gehen. Wodurch ja Son Gohan als Full Power Super Saiyajin klar unterlegen wäre. Und der dicke Buu wäre nach dem Kampf gegen Kid Buu getötet worden, da Mr. Satan sie nicht davon überzeugen konnte, ihn zu verschonen. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!